In der ersten Klasse Süd empfing der USC Powerpage Rammingstein den USC Maria Pfarr. Die Rammingsteiner hatten die zwei vorigen Partien verloren und wollten im Lungauer Derby ihre spielerischen Qualitäten wieder aufblitzen lassen. Vor rund 400 Zusehern traf der USC Powerpage Rammingstein auf den USC Maria Pfarr. Das mit Spannung erwartete Lungauer Derby wurde vom Schiedsrichter Angermann geleitet. Für beide Mannschaften war der Sieg Pflicht. Das erste Tor ließ nicht lange auf sich warten. Flanke von Winkler. Embacher erkämpft sich den Ball. Und so steht es in der 11. Minute 1:0 für den USC Powerpage Rammingstein. Nur 5 Minuten später. Weiter Einwurf durch Winkler. Zu kurze Abwehr. Winkler kommt nochmal zum Schuss. Und bereits in der 15. Minute steht es 2:0 für Rammingstein. Maria Pfarr tat sich schwer, die Abwehr der Rammingsteiner zu knacken. Rammingstein jedoch spielte beherzt auf. Wieder weiter Pass auf Winkler, doch der ließ die Chance zum 3:0 aus. Für Trainer Dosch gab es an diesem Tag nichts zu meckern. Er konnte mit seiner Mannschaft zufrieden sein. Das Spiel wurde kampfbetonter und härter. Für dieses Foul gab es die gelbe Karte. Und so ging es auch in die Halbzeit. Pausenstand 2:0 für Rammingstein. Nach der Pause ging es im gleichen Ton weiter. Rammingstein war die spielerisch dominierende Mannschaft. Immer wieder mit Vorstößen und Kontern. Hier Hönegger kämpft sich durch und Moser bleibt nur noch die Handbremse zu ziehen. Für dieses Foul sieht auch Moser gelb. Feuchter beim Freistoß, doch er verzieht. Dann die 58. Spielminute. Flanke Feuchter und Adnan Dudic verwandelt zum 3:0 für den USC Powerpage Rammingstein. Auch Maria Pfarr gibt nicht auf und findet noch Chancen vor. Hier grober Schuss, doch Herzog hält seinen Kasten sauber. Weiter Einwurf in den Strafraum der Rammingsteiner und Betzelberger. Kein Problem für den Rammingsteiner Schlussmann. Doch Rammingstein bleibt die spielbestimmende Mannschaft. Winkler, Pass zur Mitte und der gerade erst eingewechselte Kocher vergibt diese Riesenmöglichkeit. Dann die 90. Minute. Kocher spielt zu Winkler, Winkler und 4:0. Das ist auch der Endstand in diesem Spiel. 4:0 für den USC Powerpage Rammingstein. Ja, grundsätzlich, es war einmal ein schönes Wetter, eine mega Kulisse und wir haben uns schon wirklich sehr, sehr gefreut aufs vierte Derby in der Saison. Und es ist Gott sei Dank wieder für uns ausgegangen. Wir haben jetzt somit den vierten Sieg im vierten Derby. Es war keine leichte Partie. Wir haben gewusst, dass Maria Pfarr bis jetzt unterm Wert geschlagen worden ist. Und glaube ich, haben aber das relativ abgebrüht gemacht und haben dann verdient 4:0 gewonnen. Ja, es war schwer. Wir haben gegen ihn und gegen Dorfgastein schon gesagt, wir wollen von der ersten Minute aggressiv reingehen ins Spiel. Haben wir junge Truppen, wir waren die, so wie in Dorfgastein eben, die ersten Zweikämpfe gleich gewonnen. Und heute sind wir von der ersten Minute weg, war das Rammingstein einfach läuferisch überlegen, körperlich überlegen. Wir haben einfach nie in die Zweikämpfe reingefunden und ich glaube, das war auch der Hauptgrund, warum wir das Spiel so deutlich verloren haben. Ja, es war unbeschreiblich vor der Kulissen. Das erste Tor für Rammingstein und ja, Ball ist dahergehupt, haben wir angenommen. Ein bisschen glücklich, beim Kösler-Mark vorbei, es war unbeschreiblich. Wir haben heute endlich das einmal umgebracht, was wir im Training eigentlich alleweil schaffen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin total stolz auf meine Jungs, dass die einfach heute gekämpft haben für uns alle, für die Fans. Und wir haben die 3 Punkte in Rammingstein gehalten.